Moin aus Hamburg. Es ist wieder Freitag und unser neues Format Wochenrückblick auf die vergangene Woche, die noch aktiv ist. Es ist aktuell 11.48 Uhr, meine Damen und Herren. Das heißt noch voll in der Trading-Zeit, aber was für eine Woche. Aus Trader-Sicht, es war langweilig. Sorry, dass ich sagen muss, es war langweilig. Wir haben heute Morgen abgemessen, 220 Punkte war die Trading Range im deutschen Aktienindex. Das ist wirklich gar nichts. Aber trotzdem ist einiges passiert, nämlich wir haben ja am Montag davon gesprochen, was für Daten rauskommen. Und alle haben auf die Inflation oder Indikationsdaten aus Amerika gewartet. Ja, und die waren so gut, dass man aktuell die Zinsängste, die Zinsanhebungsängste erstmal leicht beiseite geschoben hat. Eine Garantie gibt es natürlich nicht, aber man plant, und das sind viele Marktteilnehmer, dass es im nächsten Monat, Juni, keine, Achtung, Zinsanhebung mehr geben wird aus Amerika. Das bedeutete, dass die Werte, die letzten Monate kräftig unter Druck geraten sind, nämlich die ganzen Tech-Werte, durch die Decke gegangen sind, ja. Und das waren sicherlich die Gewinner, ja. Der Dow Jones dümpelt so ein bisschen, S&P dümpelt so ein bisschen, aber die Tech-Werte waren also die großen Gewinner. Und in Deutschland, der DAX ist nach wie vor auf einem Niveau, wo wir kurz vorm Jahreshoch stehen. Und das bedeutet aus der Trader-Brille, wenn wir kurz davor stehen, dann ist der Markt immer so in eine Abwartehaltung. Machen wir neue Jahreshoch oder geht es nochmal ein Stückchen runter? Das so das Thema. Trotzdem, wir haben coole Trades gehabt. Wir haben gute Trades angesetzt und es gibt sogar Trades, die wir jetzt zum Wochenende nicht heute eingehen, aber am Montag wieder einsteigen. Insofern möchte ich hier auch noch einen kleinen Hinweis geben. Dieses Format gibt es nicht nur freitags, sondern auch zukünftig immer am Montag. Also, let's go und let's rein. Und ich muss mich ein bisschen drehen, weil jetzt ist diese Kamera da mit den Charts. Und der Kollege Sascha hier auch nochmal Grüße, der hier die Regie hier macht, hat mir ein Laptop hier hingesetzt, weil ich mich ja beschwert habe, dass ich hier eine Nackenkrause kriege, weil so eine weite Entfernung. Also, wunderbar. Wir starten mit den Britisch-Pfund-Kanadisch-Dollar. Und wer unser Format mitbekommt, weiß, dass wir Devisen handeln. Und dieser Trade ist hier in den Gewinn gelaufen. Wir sehen hier den roten Strich. Den habe ich nicht eingezeichnet, auch nicht meine Tochter oder mein Sohn. Nein, der wird automatisch vom Algorithmus eingeläutet, weil wir einige Leute haben, wie mich auch, die nicht genau wissen, ist das jetzt nun ein Signal oder nicht. Es war ein Signal. Wir haben Stop-Loss platziert, der nicht getriggert worden ist, sondern wir haben 0,1% auf das Depot. Wir rechnen das immer auf die Depot hinzuverdient. Der nächste Markt. Und ich muss ja schon sagen, es geht hier wie auf den Hamburger Dom. Ja, Gewinne. Aber es ist tatsächlich eine gute Woche gewesen. Und ich möchte hier nochmal den Hinweis sagen. Diese Strategie hat eine Trefferquote von 94%, meine Damen und Herren. 94%. Und das bedeutet, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten das öfter hören, dass wir in den Gewinn kommen. Und ich hoffe auch, ich werde Ihnen irgendwann auch mal wieder einen Verlusttrade sagen. Dass Sie nicht sagen, das glaube ich einfach hier nicht. So, jetzt sehen Sie hier einen Markt, wo sich die Geister scheitern, weil ich im Live-Trading-Raum gesagt habe, ich bin in den Gewinn gekommen und ein Großteil der Trader ist noch nicht in den Gewinn gelaufen. Wie kann sowas sein? Nicht, weil ich einen Schummeltrade gemacht habe, nein, es hat damit zu tun, letzte Woche, genauso wie diese Woche, ich steige zu einem Wochenende nicht in den Markt ein. Das heißt, wenn am Freitag ein Signal kommt, steige ich nicht ein, sondern warte auf den Montag, weil das Risiko da ist, dass am Wochenende sind die Börsen zu. So, was passiert jetzt, wenn wir also einen Short Trade haben und in der Nacht, nämlich am Sonntag, öffnet ja die Börse wieder in Neuseeland, wenn dann die Märkte, die Devisenmärkte laufen und die Marktteilnehmer einfach bullish sind, also der Markt sich nach oben bewegt, dann komme ich am Montag ja besser rein. Und das war wieder der Fall. Am Montag bin ich besser reingekommen und mein Trade, wo ich meinen Stop-Loss platziert habe, ist hier, und jetzt gehe ich wieder, wechsle ich, ist hier in den Gewinn gelaufen. Wir sehen diesen kleinen Punkt hier, das reicht schon, 0,1% haben wir erreicht. Alle Clubmitglieder, die das Format sich natürlich auch anhören. Was macht ihr? Ihr bleibt ruhig, ihr habt den Stop-Loss dort oben ja auf der Sonne und es ist noch kein Gegensignal. Übrigens,
für die Leute, die mit mir synchron schwimmen, sollten das dann auch machen und sollten zum Wochenende auch nicht einsteigen. Aber es gibt genügend Trades, auch wo ich nicht dabei bin, wo viele Clubmitglieder einen Gewinn mitgenommen haben, weil sie das Risiko eingegangen sind. Das muss jeder für sich entscheiden. Als im Trading ist man eigenverantwortlich. Der nächste Markt ist wieder Kanadisch Dollar, Schweizer Franken, ist also wieder Kategorie Devisen. Und hier sehen wir sehr schön blauer Strich und hier ist der Trade in den Gewinn gelaufen. Auch hier sieht man anhand dieser Strategie, an diesem Impuls, wir traden, wenn der Markt seinen Boden gefunden hat, dann kommen die Käufer rein. Es geht ja immer um Angebot und Nachfrage. Und wenn der Trade läuft oder jetzt, ich will es nicht sagen, aber Wochenende soll ja wieder gestreikt werden, aber wenn der Zug anfährt aus dem Bahnhof, ich will hoffen, dass er es am Sonntag macht, dann wollen wir dabei sein. Wir steigen ein und fahren zumindest zur ersten Station und das ist diese. Und hier sehen, der Markt dreht hier wieder. Insofern ist die Idee dahinter, diesen Impuls zu nutzen, genau richtig. Der nächste Markt ist dann hier ein Trade Euro-Neuseeland. Der wird hier als Minus eingetragen und ich möchte hier nichts verschönigen, sondern diesen Trade, den wir hier haben, sehen Sie, der ist hier in den Minus gelaufen. Aber warum ist er in den Minus gelaufen? Weil wir dort zwischendurch so viel Gewinne gemacht haben, dass wir uns das erlauben dürfen, weil wir handeln hier mit Gegensignalen. Und ich werde das jetzt kurz mal im Zeitraum einpassen. Es ist alles hier live. Wir machen nicht die letzte Woche, wir machen mal die letzten 3 Monate. Achtung, meine Damen und Herren, jetzt kommen Striche rein. Und hier sehen Sie, ich hoffe ganz gut, diesen Grünstrich und nochmal so einen Grünstrich. Und diese beiden grünen Striche, meine Damen und Herren, ich mache das mit der Maus jetzt hier mal. Dieser Gegentrade, es war erst ein Verlusttrade. Und wir haben für alle Situationen einen Plan. Es gibt im Traders Club keine Schwarz-Weiß-Geschichten. Wir gehen hier long. Das heißt, wir sind Short und Long gleichzeitig. Der Markt dreht, weil der Markt hat immer recht. Und hier haben wir wieder einen roten Strich, hier haben wir das Gegensignal und da sind wir mit Gewinn raus und haben diesen Trade hier geschlossen. Summa summarum ist darunter ein vernünftiges Plus, sogar mehr als wir erwartet haben. Für den, die das jetzt kompliziert ist, kann man auch einfacher gestalten. Sie sehen an meiner Stimmlage, ich bin noch voll unter Strom, weil ich komme gerade aus dem Live-Trading-Raum. Es war heute auch eine tolle Geschichte. Wir haben einen Trade, den wir seit Dienstag laufen lassen haben, haben wir heute abgeschlossen, also im Box-Trading. Ja, wir möchten trotzdem einen kleinen Ausblick, das hat der Sascha mir gesagt, soll ich machen, einen kleinen Ausblick geben für die nächste Woche, schon mal im Vorfeld, was es für heute für Signale sind, die wir uns am Montag eventuell anschauen. Es gibt 2 Signale, Schweizer Franken, Japanisch Yen, einmal hier, Short, und wir sehen die Kerze heute, die kommt ein bisschen zurück, die werden wir eventuell Montag traden, Euro Yen werden wir am Montag traden, wenn der Trade nicht heute schon in den Gewinn läuft, und wir haben Britisch Pfund gegen den japanischen Yen, in der Fachsprache das Biest genannt, also das Biest, weil es so volatil ist. Diese 3 Trades würden wir nächste Woche Montag eingehen und vielleicht sehen wir uns, wenn ihr Lust habt oder ihr guckt euch die Aufzeichnung an. Ich wünsche euch ein schönes, schönes Wochenende. Ich habe leider meine Sonnenbrille nicht auf, denn es ist traumhafte 24 Grad, soll es heute in Hamburg werden. In diesem Sinne wünsche ich euch gute Trades, bleibt gesund und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns am Montag. Und nochmal Sidekick und dann könnt ihr euch einen Gastzugang nehmen, weil Aufzeichnung ist gut, aber ihr könnt auch live dabei sein. Wir geben euch 30 Tage die Möglichkeit, jeden Tag mit mir live zu traden. Ich glaube, ein besseres Angebot findet ihr aktuell nicht. Bis dahin, gute Trades und bis Montag.